noch schaut, so viel man noch sucht, es ist nichts zu sehen. Warum nur verfehlt er denn seinen Ruf? Warum tut er nicht, wozu Gott ihn schuf? Ohne jede Frucht, so kann's wirklich nicht länger weitergehen. Doch vielleicht, wer weiß, war sein Leben hart. Hatte er vielleicht keinen guten Start? Vielleicht hat man ihn nicht genug betreut und ihn schlecht gesetzt. Vielleicht hatte er anfangs nicht viel Licht. Vielleicht war es um ihn anfangs viel zu dicht. Vielleicht waren die Wurzeln etwas verlegt oder auch verletzt. Könnte es auch sein, überlege ich mir, dass ihn wer verletzt hat, vielleicht ein Tier. Wurde er verschwunden, dann fand es so keine Früchte mehr. Vielleicht hat er sich selber nur versteckt und hat quasi Wunder nur mehr gelernt. Vielleicht drücken Vorwürfe und Depressionen seither sehr. Vielleicht meint er hat was falsch gemacht und er macht sich Vorwürfe Tag und Nacht. Vielleicht fehlt im Kern eigentlich die Kraft und er ist jetzt müde. Vielleicht knickt es sein Selbstbewusstsein ein und er hat vergessen, ein Baum zu sein. Vielleicht fehlt in ihm Inspiration und ein inneres Lied. Vielleicht merkst du, dass es hier nicht geht, nur um einen Baum, der jetzt vor dir steht. Nein, das wäre zu einfach, zu simpel, Schwester, hier geht's um dich. Und auf eine Frage kommt es hinaus, wo sind deine Früchte, wie sehen die aus? Früchte deines Lebens, zeig sie mal her und versteck sie. Manche Früchte sind nicht leicht festgestellt. Hier geht's nicht um Ruhm und auch nicht um Geld. Denn sie quellen aus deinem Inneren, aus deinem Herz hervor. Dort, wo du an andere hast gedacht und wo du für sie etwas hast gemacht, das sind deine Früchte, sie öffnen einst dir das Himmelstor.